So Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8. Hier begrüße ich euch gleich mal mit so einem kleinen Hubkonzert. Und auf welcher Strecke fahren wir? Na, auf welcher Strecke könnte es wohl sein? Natürlich die Wario-Abfahrt. Ist noch immer meine Lieblingsstrecke, so ist es nicht. Aber ich fahre da jedes Mal einfach schön erstmal in den Schnee rein. Nee, aber so langsam, ich weiß nicht, ja, ich habe es schon mal gesagt, aber wir müssen sie echt nicht in jedem Part sehen. Jetzt meine Meinung nach, das ist einfach meine Meinung. Ob ihr die teilt, weiß ich. Ja. Ja, super, musste ja so kommen. Karma ist a bitch einfach. Ich sage irgendwas Schlechtes über die Strecke und zack, bekomme ich es gleich irgendwie 5000-fach zurück. Aber nun gut, was soll's. Nichtsdestotrotz, ich mag die Strecke, aber wie gesagt, ihr könnt da ruhig, wenn ihr auch mal mitspielt, könnt ihr ruhig auch mal andere Strecken wählen, auch wenn es meine Lieblingsstrecke ist. Nun gut, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte sagen, eigentlich wollte ich ja wieder mal so einen Zuschauer, also einen Termin ausmachen, wo ihr Zuschauer mit mir mitfahren könnt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das muss ich gar nicht mehr, weil wie bin ich auf den zweiten Platz gekommen? War ich nicht gerade Fünfter oder so? Egal, weil irgendwie sind eigentlich immer ein paar von euch dabei. Egal, wann ich aufnehme, egal, was ich mache, es sind immer wieder ein paar dabei. Und das freut mich. Diesmal sind auch wieder welche dabei. Ich kann mir jetzt die Namen nicht merken. Aber im nächsten Rennen grüße ich euch dann ganz bestimmt. So, nur noch ein Holländer ist vor uns. Aber wir wissen ja, Holländer werden keine Weltmeister und von... Nee, das war fies! Oh Mann, das war echt ein bisschen fies. Ja gut, aber was soll ich machen? Ich riskiere es jetzt einfach mal und hoffe, dass ich... Ja, muss ich dazu noch was sagen? Ich kann es kaum erwarten, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich... Gar nichts! Ich bin Erster geworden. Ist das nicht sensationös? Ich hätte eigentlich gedacht, da kommt erstmal ein blauer Panzer und dann nochmal 5 rote, weil ich die 2 grünen Panzer da abgeworfen habe. Aber denkst du dir? Ich glaube, Sunny, Alex und Manuel sind gerade Zuschauer. Wenn Malte auch ein Zuschauer ist, dann auch Grüße an dich. Ach komm, ich grüße wieder mal alle. Wieso sollte ich nur meine Zuschauer grüßen? Ich kann ja alle möglichen grüßen, aber natürlich bevorzuge ich es, meine Zuschauer zu grüßen. Fängt schon mal super an, wieder mit Münzen. Aber mit Münzen kann man sich ja auch schöne Sachen kaufen, wie zum Beispiel ein paar Donuts. Gut. Hey, die Themen... Komm jetzt... Hey, der Themenwechsel war jetzt nicht so schlecht. Möglich eigentlich Donuts? Was bringt ihr für Donuts? Oh Gott. Hoffentlich fahre ich jetzt nicht einen Scheiß zusammen, wenn ich über Donuts rede. Ich persönlich mag eigentlich Donuts, muss ich sagen. Aber aber ich war ja mal in Köln zur Gamescom letztes Jahr. Falls ihr euch das Video noch nicht angesehen habt, dann tut das unbedingt. Und da habe ich mal bei einer großen Donut-Kette, deren Namen ich nicht nennen möchte, aber die im Video erwähnt wird, habe ich Donuts gegessen. Irgendwie, wir haben uns so ein Päckchen mit, ich glaube, 12 verschiedenen Donuts drin gekauft. Und es gab da teilweise echt sowas von ekelhafte, die irgendwie so nach Kaugummi geschmeckt haben. Aber jetzt nicht so, ich mag Kaugummi, aber jetzt nicht irgendwie so, yummy Kaugummi, sondern so, ich werfe den Donut. Ah, die waren übrigens auch blau, genau wie der blaue Panzer, der mich gerade getroffen hat. Aber ich bin noch immer Erster. Oh Gott, Münzen. Wenn ich jetzt nicht Erster werde, dann verfluche ich dieses Spiel. Und ich verfluche Donuts. Und ich verfluche Kaugummi. Und alles Mögliche verfluche ich. Aber ich werde nicht sagen, sieht zu gut aus. Was ist gerade los? Zweimal hintereinander Erster, das... Irgendwie läuft da was schief. Ich glaube, im dritten oder vierten oder fünften oder sechsten oder siebten Rennen bekomme ich es dann doppelt und dreifach zurückgezahlt. Aber ich will es ja lieber nicht verschreien, von dem her bin ich einfach mucksmäuschen still. Mögt ihr Donuts?
Das Mario Kart Stadion ist das nächste, das von mir dominiert werden will. Habe ich eigentlich keine Probleme mit. Wenn ich jetzt gerade diese oben, diese Loge oder was auch immer, also diese Fernseher da oben mit dem Toad sehe, erinnert mich das so ein bisschen an Autogrill. Keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich in die Ferien gefahren bin, gab es irgendwie so, ich weiß nicht, so Raststättenmäßiges Zeug, das hieß Autogrill. Und daran erinnert es mich. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich das gesagt habe, aber ich bekomme einfach nur Menschen! Oh Gott, das war sowas von arschig, Mann, komm jetzt, ich hab's gesagt im letzten Rennen, ich bekomm's doppelt und dreifach zurückgezahlt. Aber noch nichts, nichts verloren, ich gebe nicht auf, auch wenn ich letzter werde. Super, eine Bombe. Das war jetzt cool. Oh Gott, das war weniger cool. Mario Kart, Mario Kart ist echt so ein Scheißspiel, da ist Freud und Leid so nah ineinander, das gibt's gar nicht. Und da hat man einfach mal einen Goldpilz. Und oh Gott, ich dachte, jetzt fahre ich gegen die Bande. Aber nee, ich bin natürlich hier ein Profifahrer. Geh mal hier links lang. Ich weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat, aber ich dachte mir so, wenn ich den Stunt vollführe, bringt mir der Goldpilz nicht wirklich so viel. Von dem her fahre ich einfach mal auf dem Boden. Also ich bleibe einfach auf dem Boden. Bleibt bodenständig und dann kriegen wir das schon. Shortcut nicht ganz so gut hingekriegt, aber gut, was ist schon wieder der Holländer? War der nicht sogar im ersten Rennen hier mein ärgster Konkurrent um den ersten Platz? Willst du's? Da hast du's. Nein! Ich wollte mich gerade ein bisschen lustig machen, weil er mich nicht getroffen hat und ich ihn getroffen habe. Aber denkste, da haut er mir nochmal eine schöne Phrasen rein. Aber wir haben ein paar Pilze. Und wenn ich jetzt nochmal Pilze... Ja, danke. Einmal habe ich Glück. Und komm, rein. Oh ne, erster werde ich nicht mehr. Aber Zweiter ist auch gut. Damit gebe ich mich zufrieden. Kein schlechtes Rennen eigentlich. Wo ist der Erste? Da. Der liebe David. Das ist ja fast wie David gegen Goliath hier. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, welche Strecke das ist. Aber es ist der Wasserpark, okay. Ihr müsst wissen, so blöd das auch klingt, aber immer zwischen den Rennen schalte ich meinen Ventilator an, weil es so langsam warm wird und dann will ich mich wenigstens während... Oh Gott, da will ich ein paar Münzen holen und der drängt mich einfach weg, so ein Pisser. Was ich sagen wollte ist, es wird langsam wärmer und ich will mich einfach während dem Rennen so ein bisschen abkühlen. Dann schalte ich immer wieder den Ventilator an. Und damit ihr halt während dem Rennen nicht den Ventilator im Hintergrund hört, ist er dementsprechend dann auch während dem Rennen aus. Und dann kann man sich nicht immer darauf konzentrieren, welche Strecke da gewählt wird. Man kann sich konzentrieren und die Gegner mit einem Boomerang abschießen. Das ist kein Problem. Ich bin der Beste. Boomerang! Ich mag das Wort. So, muss ich dazu noch was sagen? Ich kann mich genau erinnern an eine Stelle da. Da habe ich den Schallgeil gefahren und dann dachte ich so, ich habe einen Stern. Zack, wurde vom Blitz getroffen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, Ey, der hat mir einfach... Oh Mann. Den ersten wollte ich nicht abwerfen, den zweiten habe ich einfach so verloren. Und jetzt werde ich wahrscheinlich sogar noch von der Piranha-Pflanze getroffen. Oder auch nicht. Umso besser, dass ich noch getroffen werde. Das war ganz schön Hä? Sunny, wie bist du dem ausgewichen? Was hat er gemacht? Weil er an die Bande gefahren ist? Ist der rote Panzer an der Bande abgeprallt? Nein, lass mich mit dem grünen Panzer in Ruhe, lass mich... Oh, danke. Nein, oh! Da dachte ich so, ich wäre aus der Gefahrenzone raus und dann das. Aber wie ist er dem entkommen? Indem er an die Bande gefahren ist? Ich glaube, indem er an die Bande gefahren ist. Wieso kommen so viele Blitze? Also habe ich nur so das Gefühl, oder kommen in diesem Rennen ziemlich viele Blitze? Ich weiß nicht, ich glaube, es kommen ziemlich viele Blitze. Potz Blitz, das ist die Rache der Donuts, weil ich sie... Seht ihr, kaum habe ich das Wort Donut gesagt, wurde schon wieder getroffen. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen wie so ein glitschiger Aal? Nein, das ist nicht zu fassen wie ein glitschiger... Oh, ich bekomme einen blauen Panzer 5 Meter vor der Zielgeraden. Ja, super. Der hat mir so viel gebracht. Schaut mal an, wie viel mir der blaue Panzer gebracht hat. Danke, blauer Panzer, du bist der Beste. Ich hasse Kaugummi und Donuts. So,
Das habt ihr davon. Dann schauen wir mal, ob die Donuts mir wenigstens hier ein bisschen Erfolg gönnen. Wo wir gerade bei Flughafen sind, so erinnert mich das an Turbinen und so. Wisst ihr, wegen Flugzeuge und so. Ich habe keinen so ganz normalen Ventilator. Ich habe aber keinen ganz normalen Ventilator, sondern so einen Turmventilator. Soll ich auch nicht über Ventilatoren reden? Keine Angst, ich will jetzt nicht Schlagwerbung für irgendwelche Turmventilatorenhersteller machen. Aber der Turmventilator ist gleich mein bester Freund hier im Sommer. Der sorgt dafür, dass ich cool bleibe, dass ich nicht abhebe. Und ich denke, ich werde der Beste, nicht so überhitze wie zum Beispiel die Feuerbälle. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mal, ob das irgendwie ganz gut war, was ich da gesagt habe. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich trifft er mich nicht mit seinem roten Panzer und dann kommt von hinten einfach mein roter Panzer und raped mein Allerwertesten. Aber mein Ventilator sorgt dafür, dass mein Allerwertesten wenigstens kühl bleibt. Weil ich habe einen Turmventilator, habe ich das schon gesagt? Turmventilatoren sind echt cool, viel besser als so ganz normale Ventilatoren. Jetzt einfach mal einen goldenen Pilz. Ich weiß nicht, ob ich den gut eingesetzt habe, aber habe Angst vor dem Stern, habe Angst vor dem Stern. Das sah gut aus. Das sah, bitte, jetzt darf man jetzt treffen. Das sah wirklich gut aus. Danke. Okay, jetzt sollte ich aber nicht den Tag... Was? Hä? Wo ist mein grüner Panzer hin? Wo ist mein grüner Kaktus? Grüner Kaktus, ich kenne das Lied nicht, keine Ahnung. Kleiner grüner Kaktus, blablabla. Aber wo ist mein... Ich verstehe teilweise das Spiel echt nicht. Ich hatte einen grünen Panzer und der ist einfach weg. Habe ich den losgelassen? Habe ich die L-Taste losgelassen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wow, das wurde links von mir von einem grünen Panzer getroffen. Habe ich das richtig gesehen? Wieso habe ich so viel von grünen Panzer und wieso habe ich auf einmal einen Boomerang? Ich verstehe das nicht, aber hoffentlich treffe ich ihn wenigstens. Aber er ist Japaner und Japaner können cheaten und dadurch, dass er cheaten kann, wird er natürlich nicht vom Boomerang getroffen. Das ist ein bisschen unfair natürlich, aber nichtsdestotrotz bekomme ich nochmal einen Boomerang. Ja, was soll ich mit einem Boomerang machen? Komm, triff ihn doch. Nein, das wird nix. Na gut, immerhin zweiter. Das ist... In Anbetracht der Donut-Plage und in Anbetracht des Ventilators, den ich jetzt einschalten werde, nachdem dieser Part vorbei ist, würde ich sagen, ist das ganz angenehm. Und mit diesen Worten beende ich den Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Schönen Tag noch, alles Gute. Und habt ihr gerade gehört, wie meine Schulter geknackst hat? Ist ja auch egal. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.